Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder einmal eine gute Nachricht für euch. Mainstream-Medien haben sich bis vor kurzem noch über Donald Trumps Privatjet lustig gemacht. Trump kaufte die Maschine 737, ich glaube es ist eine Boeing 737, für 100 Millionen Dollar von Bill Gates ehemaligen Geschäftspartner Paul Allen. Bekannt und berühmt wurde das Flugzeug bei den MAGA-Rallies von Trump, weil es oft hinter seinem Rednerpult geparkt war. Und das war eine medienwirksame Strategie, die Donald Trump sehr viele Zuschauer bei seinen Übertragungen garantiert hat. Kaum war Trump aus dem Weißen Haus ausgezogen, brauchte natürlich die Maschine nicht mehr so oft wie zuvor. Und so ertappte man die Maschine in der Nähe eines New Yorker Hangars, um die Nachricht jetzt auf eine andere Weise in die Welt zu posaunen. Die Chance, etwas Negatives über Trump zu verbreiten, war einfach zu verlockend für die TV-Sender wie CNN zum Beispiel. Und man schrieb, das Flugzeug sei auf einer Flughafenrampe in Orange County, New York, gesehen worden, etwa 60 Meilen nördlich von Manhattan. Dort soll es geparkt und stillgelegt worden sein. Und dazu hat man auch Fotos produziert. Einem Motor soll angeblich Teile gefehlt haben, der andere soll angeblich in Plastik eingeschweißt gewesen sein und die Kosten, um das zu reparieren und flugfähig zu machen, könnten sich auf einem hohen sechsstelligen Betrag belaufen. Ein Preis, mit dem Trump im Moment nicht umzugehen scheint oder nicht könne oder nicht wolle. So hat man das insinuiert. Obwohl der aktuelle Zustand seiner Finanzen nicht öffentlich ist, hat eine Zeitung geschrieben, hat die Corona-Pandemie einen Tribut an das Gast- und Hotelgewerbe gefordert, das so viele seiner Geschäfte beherbergt. Man behauptete jetzt sogar, dass der ehemalige Präsident ja fast schon pleite war und, und. Naja, und dann machte die Saga vom pleiten Trump die Runde und selbst in Deutschland wurde das Märchen zur Wahrheit und brachte Einschaltquoten. Jetzt hat sich was verändert, meine Lieben. Trump festigt seine politische Position in der Republikanischen Partei. Er geht wieder auf Reisen und plant seine berühmten MAGA-Rallies, die voller Stimmung sind. Und die Menschen warten bereits sehnsüchtig darauf. Natürlich wird er jetzt das Flugzeug wieder brauchen und es wird auch wieder zum Einsatz kommen. Neueste Nachrichten sagen, das haben wir gehört, dass Motoren ausgetauscht wurden. Das ganze Flugzeug wurde komplett überholt. Und was am wichtigsten ist, die Erscheinung von Donald Trump in der Öffentlichkeit wird wieder stattfinden. Denn wenn alles nach Plan geht, wird Donald Trump in die Geschichte eingehen wie noch keiner zuvor. Es ist gut möglich, dass Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, den längsten Wahlkampf eines bisher dagewesenen Präsidenten führen wird, indem er die Kampagne 2024 bereits 2021 beginnt und wie versprochen Wahlkampfreden für seine Parteifreunde in allen Bezirken der USA führt. Das kann sicherlich sehr spannend werden. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Alles Gute. Euer Adi von Translator Press. Ciao, ciao. Was für eine tolle Menschenmenge. Habt ihr gesehen, was auf der Straße passiert ist? Wir haben Leute bis hierher. Es war sicherlich nicht so bei der letzten Regierung, hat man mir erzählt. Sie sagen nicht.